Ja, moin moin, mal wieder ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal. Und wir sind heute mal wieder bei Warhammer 40k und zwar beim Tutorial der 8. Edition. Und die Edition, die wir uns alle gewünscht haben. Und ja, was soll ich sagen? Das vierte Video, wir befassen uns heute mit der Fernkampfphase. Wir haben die ersten drei Videos schon hinter uns gelassen. Schaut gerne rein. Da wird halt irgendwie von den drei Spielarten über die Bewegungsphase und die Psi-Phase die Grundregeln einmal auseinander gepflückt und erklärt. Wie gesagt, die sind jetzt ja nicht mehr so umfangreich. Und ja, schaut gerne rein. Wenn ihr Verbesserungen habt, lasst sie gerne unten drunter. Vielleicht habe ich mich auch irgendwo vertan oder so. Ja, was soll ich sagen? Alles in der Kürze liegt die Würze, wie scheint das Motto zu sein im Moment bei Games Workshop. Und deswegen sind die Videos auch relativ kurz und dieses hier ist jetzt schon, wird jetzt eins der längeren, denke ich mal. Da gibt es nämlich mehr als eine Seite Regeln in den Free Download Regeln und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Die Fernkampfphase: Kanonen donnern und Schrapnell fällt von Himmel, Mündungsfeuer blitzt und in der Dunkelheit auf, Laserfeuer erleuchtet den Nebel des Krieges und verschossene Patronen und Energiezellen werden überall auf dem Schlachtfeld liegen gelassen. Was eine Umweltverschmutzung. Nicht wahr? So. Wir legen los. Fernkampfsequenz. Erstens, wähle schießende Einheit. Zweitens, wähle Ziel. Drittens, wähle Fernkampfwaffe. Viertens, handle Attacken ab. Das vierte Segment wird unterteilt in Trefferwurf, Verwundungswurf. Gegner teilt Verwundung zu, Gegner legt Schutzwurf ab, Schaden wird verursacht. So, das wollen wir uns natürlich alles ein bisschen näher angucken. Und zwar fangen wir dann auch sofort mal mit Punkt 1 an, logischerweise. Wähle schießende Einheit. In deiner Fernkampfphase kannst du mit Modellen schießen, die Fernkampfwaffen besitzen. Nicht wahr? Wer keine Fernkampfwaffe hat, darf nicht, ne, fernkämpfen. Logisch. Zunächst musst du eine deiner Einheiten wählen, die schießen soll. Du darfst keine Einheit wählen, die in diesem Zug vorgerückt ist oder sich zurückgezogen hat und keine Einheit, die sich innerhalb von einem Zoll um eine feindliche Einheit befindet. Also darf nicht vorgerückt sein, darf nicht zurückgezogen sein und darf sich nicht in einem Zoll um eine feindliche Einheit befinden. Sofern nichts anderes angegeben ist, attackiert jedes Modell der Einheit mit allen Fernkampfwaffen, mit denen es bewaffnet ist. Nachdem alle Modelle der Einheit geschossen haben, kannst du eine andere Einheit wählen, die schießen soll, bis alle wählbaren Einheiten, mit denen du schießen willst, dies getan haben. Ja, das klingt halt logisch, würde ich sagen, nicht wahr? Die Einschränkung haben wir halt, wie eben gesagt, und ansonsten können wir dann munter ballern. So, dann müssen wir natürlich ein Ziel wählen. Nummer 2, wähle Ziel. Nachdem du eine Einheit zum Schießen ausgewählt hast, musst du die Zieleinheit oder Einheiten, Plural, für die Attacken wählen. Um eine feindliche Einheit als Ziel zu wählen, muss ein Modell dieser Einheit sich in Reichweite der verwendeten Waffe befinden. Also ein Modell, ne? Wenn es mehrere sind, reicht eins. Siehe deren Profil, um für das schießende Modell sichtbar zu sein. Das heißt, 9 verdeckt, einer sichtbar, sichtbar. Und für das, genau, sichtbar sein. Beuge dich im Zweifelsfall auf Kopfhöhe des Modells herab und prüfe aus einer Position hinter dem Schützen, ob irgendein Teil des Ziels sichtbar ist. Für Sichtlinienzwecke kann ein Modell durch andere Modelle der eigenen Einheit durchsehen. Also, nicht wahr? Wie gesagt, wenn ein Modell der feindlichen Einheit sichtbar ist, dann könnt da drauf schießen und ihr könnt das halt prüfen, indem man mit dem Auge hinter die Figur geht, die schießen will. Und alternativ gibt es auch diese hübschen kleinen Tabletop-Laser, zum Beispiel, die ich auch für X-Wing habe, irgendwie Army Painter oder sonstiges. Und ja, die können halt irgendwie die Sichtlinie dann simulieren bzw. euch zeigen und das ist meistens noch tausendmal besser, als mit dem Auge dahinter zu gehen, weil ja, ist eindeutig. So, Modelle können keine feindlichen Einheiten als Ziel wählen, die sich innerhalb von 1 Zoll um befreundete Einheiten befinden. Sie wollen nicht zufällig Kameraden treffen. Also, nicht wahr? Das ist wieder diese 1-Zoll-Regel. Und wenn sich um die feindliche Einheit in 1 Zoll andere Modelle befinden, dann kann die Einheit auch nicht angegriffen werden. So, dann kommen wir zu drittens. Wähle die Fernkampfwaffe aus. Die Waffen, die ein Modell besitzt, sind auf deinem Datenblatt aufgelistet. Wenn ein Modell mehrere Waffen besitzt, kann es sie alle auf dasselbe Ziel abfeuern oder jede auf eine andere feindliche Einheit. So, wichtig nochmal, das lassen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen. Die Waffen, die ein Modell besitzt, sind auf seinem Datenblatt aufgelistet. Ist klar, finde ich gut.
ne, hat man sofort die Übersicht. Wenn ein Modell mehrere Waffen besitzt, kann es sie auf dasselbe Ziel abfeuern oder jede auf eine andere feindliche Einheit. So, das heißt, ne, mehrere Waffen, mehrere Ziele möglich. Gut zu wissen. Gleichermaßen kann eine Einheit, die aus mehr als einem Modell besteht, auf dasselbe oder verschiedene Ziele deiner Wahl schießen. Sage in jedem Fall an, wie du das Feuer der verschiedenen Einheiten aufteilst, bevor du würfelst, und handle alle Schüsse gegen ein Ziel ab, bevor du das zum nächsten Ziel übergehst. Das heißt, wir können sogar die Attacken in unserer Einheit auch nochmal aufteilen, müssen das halt nur vorm Würfeln ansagen. Und ja, ist ganz schick. Das heißt, zum Beispiel, wenn man auf eine Einheit schießt und ja, da gibt es dann halt keine möglichen Ziele mehr, nachdem ein, zwei gestorben sind, kann man halt auch dann mit den anderen, falls man nicht schon mehr angesagt hat, auf die, ne, mit unseren restlichen verfügbaren Einheiten, dann drauf schießen. Finde ich persönlich jetzt erstmal ganz cool, muss ich sagen, nicht wahr? Das macht auf alle Fälle Sinn. Weiter geht's mit Anzahl der Attacken. Immer wenn ein Modell eine Fernkampfwaffe abfeuert, führt es eine Anzahl Attacken durch. Du wirst einen Würfel für jede Attacke, die durchgeführt wird. Die Anzahl der Attacken, die ein Modell mit einer Waffe durchführen kann, und dementsprechend die Anzahl der Würfel, die du werfen kannst, ist zusammen mit dem Typ der Waffe im Profil der Waffe zu finden. Der Typ einer Waffe kann die Anzahl der Attacken beeinflussen, die sie durchführen kann. Siehe nächste Seite. Ja, genau, da kommen wir halt zu den Waffentypen dann nachher. Ja, ist klar, das alles finden wir wieder praktischerweise auf dem Datenblatt. Und ja, ich bin absoluter Fan von diesen Datenblättern. Das ist auf alle Fälle ein ganz großer Daumen hoch in der Edition, dass man da alles, was man sich vorher zusammenschreiben oder merken musste, auf diesem Datenblatt hat, mit allem Zip und Zap. Das ist auf alle Fälle sehr schick. So, Charaktermodelle. Manche Modelle werden auf ihrem Datenblatt als Charaktermodell bezeichnet. Diese Helden, Offiziere, Propheten oder Kriegsherren sind mächtige Individuen, die großen Einfluss auf den Verlauf einer Schlacht haben können. Der wirbelnde Mahlstrom des Schlachtfeldes kann es jedoch erschweren, diese Individuen als Ziele auszuwählen. Ein Charaktermodell kann in der Fernkampfphase nur als Ziel gewählt werden, wenn es die vom schießenden Modell aus nächste sichtbare Einheit ist. Das ist wichtig. Nochmal, ein Charaktermodell kann in der Fernkampfphase nur als Ziel ausgewählt werden, wenn es die vom schießenden Modell aus nächste sichtbare Einheit ist. Also, wenn er irgendwo dahinter steht, schon mal nicht. Dies gilt aufgrund ihrer schieren Größe nicht für Charaktermodelle mit 10 oder mehr Lebenspunkten. Also ihr seht die Lebenspunkte, das ist auch, wenn man sich die Profile teilweise anguckt auf den Datasheets, ja, die sind teilweise echt schon nicht schlecht. Ja, wie gesagt, also, was lernen wir daraus? Die können nur als Ziel angewählt werden, wenn sie vom Schützen aus die nächste sichtbare Einheit sind. Außer sie sind halt so groß, dass sie mehr als 10 Lebenspunkte haben, finde ich auch ganz logisch, weil wenn da so ein Riesenmonster irgendwo hermarschiert und da stehen ein paar Minikes vor, ja, nicht wahr, das sieht man trotzdem und kann man trotzdem beschießen. Das soweit logisch. Alles klar, so, dann kommen wir mal wieder zu unseren Sideboard-Regeln. Und zwar als erstes schnelles Würfeln. Die Regeln zum Abhandeln von Attacken wurden unter der Annahme geschrieben, dass du sie eine nach der anderen ausführst. Es ist jedoch möglich, deine Schlachten zu beschleunigen, indem du die Würfel für gleichartige Attacken zusammenwürfelst. Ist logisch, wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, 5 Leute mit einem Bolter, sag ich mal beispielsweise, auf eine Einheit schießen lässt, wäre es Blödsinn, jede Waffe, also beziehungsweise jeden Angriff von jeder Waffe einzeln zu würfeln. Da nimmt man dann halt die Anzahl der Würfel, die 5 Boltern entspricht, die habe ich jetzt hier gerade nicht im Kopf, kommt ja auch auf die Modifikation an, und dann würfelt man die zusammen, ist klar, klaubt sich die da raus, die halt dann treffen würden und so weiter und so fort, und würfelt halt mit denen dann weiter. Ist Usus jetzt nur für die Leute, die neu anfangen, ihr müsst das nicht alles einzeln machen, wenn ihr wirklich die gleiche Waffe aufs gleiche Ziel und so weiter feuert, werft die zusammen, sonst hält das wirklich ewig, ewig auf. Es gibt nämlich exorbitante Würfelmengen teilweise, die gewürfelt werden, wenn man irgendwelche Waffen hat, die mehrere Schüsse haben, oder wenn man irgendwie einfach eine Unmenge an Modellen hat, siehe Orks, irgendwie Green Tide oder so, ja, nicht wahr? Ich denke, wer schon mal gespielt hat in der Richtung, der weiß Bescheid. Und deswegen immer zusammenwürfeln, macht die ganze Sache um einige schneller und der Gegner schläft nicht ein. So, um mehrere Attacken auf einmal auszuführen, müssen all diese Attacken die gleiche ballistische Fertigkeit
bei einer Fernkampfwaffe oder das gleiche Kampfgeschick bei einer Nahkampfwaffe verwenden. Sie müssen außerdem die gleichen Werte für Stärke, Durchschlag und Schaden besitzen und gegen dieselbe feindliche Einheit gerichtet sein. Nicht wahr? Ist logisch. Das ist das in groben Zügen, was ich, also ist das das, was ich eben in groben Zügen gesagt habe. So rum, das war etwas detaillierter hier im Text. Wenn dies der Fall ist, würfelst du alle Trefferwürfe gleichzeitig, dann alle Verwundungswürfe. Dein Gegner kann die Verwundung eine nach der anderen zuteilen und für jede den Schutzwurf ablegen und Schaden erleiden. Beachte, dass ein Modell einer Einheit, das bereits Lebenspunkte verloren hat, so lange weitere Verwundungen zugeteilt bekommen muss, bis es entweder stirbt oder alle Verwundungen verhindert oder abgehandelt worden sind. Das ist auch sehr wichtig. Also ein angekratztes Modell wird erst so lange beschossen, bis es platt ist, bevor wir die Wunden weitergeben können an ein anderes Modell. Das ist auch wichtig. So, das heißt, der sowieso schon blutend durch die Gegend torkelt, ist auch das erste Ziel. So, dann haben wir Aura-Fähigkeiten. Manche Einheiten, meist Charaktermodelle, haben Fähigkeiten, die bestimmte Modelle in einer bestimmten Reichweite betreffen. Sofern die jeweilige Fähigkeit es nicht anders festlegt, ist ein Modell mit dieser Regel immer in Reichweite des Effekts. Beispiel, Lord of Contagion hat die Fähigkeit Nurgles Gabe, die alle Modelle der Death Guard innerhalb von 7 Zoll um ihn herum betrifft. Der Lord of Contagion ist selbst ein Modell der Death Guard und profitiert von dieser Fähigkeit. Ja, das ist, würde ich sagen, relativ logisch. Da brauche ich jetzt auch nichts groß weiter zu erzählen. Weiter geht's mit einem interessanten Thema und zwar den Waffentypen. Es gibt 5 Typen von Fernkampfwaffen: Granate, Pistole, Schnellfeuer, Schwer und Sturm. Ein Modell, das eine dieser Waffen abfeuert, kann eine Anzahl Attacken durchführen, die der Zahl im Profil der Waffe hinter ihrem Typ entspricht. Ein Modell, das beispielsweise Sturm 1 Waffe abfeuert, kann eine Attacke mit dieser Waffe durchführen. Ein Modell mit einer Schwer 3 Waffe kann 3 Attacken durchführen und so weiter. Nicht wahr? Klingt logisch. Also Kategorie, also quasi Waffentyp ist Sturm. 1 ist die Anzahl der Schüsse. Kategorie Schwer, Anzahl der Schüsse 3. Wenn eine Waffe mehr als eine Attacke besitzt, muss sie alle ihre Attacken gegen dieselbe Zielanheit durchführen. Das ist wichtig. Man kann also nicht auch noch innerhalb der Waffen die Ziele tauschen. Ist logisch, wenn man irgendwie mit der Schnellfeuerwaffe einen Ritz einmal drei Schüsse rausballert, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man da 3 verschiedene Ziele für auswählen kann. Jeder Typ von Fernkampfwaffen besitzt außerdem eine zusätzliche Regel, die je nach Situation die Genauigkeit der Waffe beeinflussen kann oder wann sie abgefeuert werden kann. Diese sind wie folgt. Wir legen los. Granate. Granaten sind kleine Sprengladungen, die ein Krieger auf den Feind wirft. Ach. Während seine Kameraden Deckungsfeuer liefern. Jedes Mal, wenn eine Einheit schießt, darf ein einzelnes mit Granaten ausgerüstetes Modell der Einheit eine Granate werfen, anstatt eine andere Waffe abzufeuern. Also anstatt eine andere Waffe abzufeuern, ne? Merken. Pistolen. Pistolen werden in einer Hand gehalten und können sogar im Nahkampf genutzt werden, um auf kürzeste Entfernung zu schießen. Viele Krieger tragen eine Pistole als Zweitwaffe neben ihrer Hauptwaffe. Ein Modell kann eine Pistole abfeuern, selbst wenn sich feindliche Einheiten innerhalb von einem Zoll um seine eigene Einheit befindet, muss aber die nächste feindliche Einheit als Ziel wählen. Also, da bei Pistole sehen wir hier, ist diese 1 Zoll Regel aufgehoben, weil sie halt einhändig und klein ist, darf sie auch im Nahkampf verwendet werden. In diesen Umständen kann das Modell seine Pistole sogar abfeuern, wenn andere befreundete Einheiten sich innerhalb von 1 Zoll um dieselbe feindliche Einheit befinden. Wenn ein Modell mit sowohl einer Pistole als auch einer Fernkampfwaffe anderen Typs, zum Beispiel mit einer Pistole und einer Schnellfeuerwaffe ausgerüstet ist, kann es entweder mit seinen Pistolen oder mit all seinen anderen Waffen schießen. Wähle aus, womit du schießt, Pistolen oder Nicht-Pistolen, bevor du die Trefferwürfe durchführst. Also, nochmal auf der Zunge zergehen lassen und im Kopf behalten. Wenn ein Modell sowohl mit Pistole als auch mit Fernkampfwaffe ausgerüstet ist, dann kann es sich entscheiden, ob es entweder Pistole schießt oder mit all seinen anderen Waffen. Merken. So, dann Schnellfeuer. Schnellfeuerwaffen sind vielseitige Waffen, die in der Lage sind, gezielte einzelne Schüsse auf große Entfernung oder Feuerstöße in den Nahbereich abzugeben. Ein Modell, das eine Schnellfeuerwaffe abfeuert, verdoppelt die Anzahl der Attacken, die es durchführt, wenn das Ziel innerhalb der Hälfte der Reichweite ist. Schnellfeuer, ne, Name ist Programm, kriegt den Bonus, wie gesagt, Hälfte der Reichweite immer schön messen dann, gibt es die doppelte Anzahl an Schüssen. Und das ist natürlich geil. So, schwer. Schwere Waffen sind die tödlichsten Waffen auf dem Schlachtfeld, aber müssen nachgeladen, aufgestellt, arretiert
werden, um mit voller Wirkung zu feuern. So, das heißt, wir hören schon raus, das macht die Dinger langsam. Wenn sich ein Modell mit einer schweren Waffe in der vorhergehenden Bewegungsphase bewegt hat, musst du einen von allen Trefferwürfen beim Abfeuern dieser Waffe in diesem Zug abziehen. So, nochmal langsam. Also, wenn die Kollegen sich bewegt haben, die eine schwere Waffe mit sich rumschleppen, dann müssen wir einen, also eine 1 quasi, von allen Trefferwürfen beim Abfeuern dieser Waffe in diesem Zug abziehen. Das ist dann Malus, also was Negatives. Sprich, merken, bewegte schwere Waffen kriegen minus 1, schlecht. Nicht wahr? Aber lässt sich halt manchmal nicht verhindern. Weiter geht's mit Sturm. Sturmwaffen feuern so schnell oder so wahllos, dass sie aus der Hüfte abgefeuert werden können, während die Krieger vorwärts in den Kampf hetzen. Ein Modell mit einer Sturmwaffe kann sie sogar abfeuern, wenn es in diesem Zug vorgerückt ist. Das ist halt das, was ich eben sagte, das mit dem vorgerückt und nicht schießen, das kann halt auch irgendwie außer Kraft gesetzt werden. Wenn es dies tut, musst du einen von allen Trefferwürfen beim Abfeuern dieser Waffe in diesem Zug abziehen. Also ist quasi wie bei schweren Waffen, wenn die bewegt worden sind. Also die wurden bewegt, da zählt das schon. Und wenn diese hier sogar vorrücken, da wird das auch abgezogen. Also sprich, die können sogar noch normale Bewegungsphase plus rennen, wie es früher hieß, also vorrücken. Und können dann halt noch schießen, aber mit dem Malus von minus 1. Ja, das ist es, die Sturmwaffe. Und dann haben wir natürlich noch die wichtigste Regel. Die steht bis jetzt, glaube ich, in jedem Warhammer-Buch drin. Bei einem Spiel, das so detailliert und umfangreich wie Warhammer 40k ist, kann es Momente geben, in denen du nicht genau weißt, wie du deine Situation abhandeln sollst, die im Spiel auftreten. Wenn dies passiert, solltest du mit deinem Gegner reden, um eine Lösung anzuwenden, die für euch beide sinnvoll wirkt oder so aussieht, als ob sie am meisten Spaß macht. Ah, Spaß. Wenn sich keine einzelne Lösung anbietet, soll dein Gegner du gegeneinander würfeln und derjenige, der höher gewürfelt hat, darf entscheiden, was passiert. Dann könnt ihr weiterkämpfen. Ja, also diese Spaßregel, dass man sich nicht an die Köpfe kriegt, steht, glaube ich, in jedem Warhammer-Buch und ja, ist halt so. Ne? Ist auch ärgerlich, wenn sich da einer die ganze Zeit aufregt, aber ja, nicht wahr. Ich will das jetzt nicht alles ins Lächerliche ziehen oder so, also ich spiele gerne Warhammer und auch schon länger und ja, ist halt immer, ne, ja, manchmal ganz lustig formuliert bei Games Workshop, sagen wir es mal so. So, wir machen einfach mal weiter mit Punkt 4. Handle Attacken ab. Attacken können einzeln oder in manchen Fällen zu mehreren auf einmal durchgeführt werden. Die folgende Sequenz wird verwendet, wenn Attacken eine nach der anderen durchgeführt werden. Erstens, Trefferwurf. Jedes Mal, wenn ein Modell eine Attacke durchführt, wirfst du einen Würfel. So, nicht wirfst. Wenn der Wurf gleich hoch oder höher als die ballistische Fertigkeit des attackierenden Modells ist, erzielt es einen Treffer mit der Waffe, die es verwendet. So, also er würfelt, hat eine ballistische Fertigkeit von, sagen wir mal, 5 oder 5 plus, steht das da wahrscheinlich so. Dann muss man halt eine 5 oder besser würfeln, also oder höher, um zu treffen. Wenn nicht, dann nicht. Wenn nicht, schlägt die Attacke fehl und die Attackesequenz endet. Ein Wurfergebnis von 1 schlägt unabhängig von etwaigen Modifikatoren immer fehl. Auch wichtig merken. Also, wir sagen zum Beispiel, wir treffen auf eine 3 plus, dann würfeln eine 2, nix. So, wir haben zum Beispiel eine 3 plus als Treffer, als ballistische Fertigkeit würfeln und haben eine 4, treffen wir. So, ne, alles gut. Wenn wir eine 1 würfeln, egal mit welchem Modifikator, das müssen wir uns auch merken, ist immer daneben. Weil 1 ist irgendwie Mist. Nicht wahr? So, dann kommen wir zum Verwundungswurf. Der setzt voraus, dass wir erstmal getroffen haben, nicht wahr? Wenn eine Attacke einen Treffer erzielt hat, musst du einen weiteren Würfel werfen, um zu sehen, ob die Attacke das Ziel erfolgreich verwundet. Das benötigte Wurfergebnis wird ermittelt, indem der Stärkewert der attackierenden Waffe mittels der folgenden Tabelle mit dem Widerstandswert des Ziels verglichen wird. Da haben sie uns freundlicherweise diese schöne Tabelle dahin gepackt. Und da sehen wir Stärke der Attacke gegen Widerstand des Ziels auf der linken Seite. So, und das ist nicht mehr mit dieser, ich weiß nicht, wer schon wo immer spielt, der kannte halt diese Tabelle, wo mit den vielen Zahlen drin, wo sich das dann halt gekreuzt hat. Hier ist es wieder vereinfacht worden. Stärke, das Doppelte oder höher des Widerstands, also Stärke der Waffe halt, ne? Stärke der Waffe oder der Attacke, das ist doppelt so hoch wie der Widerstand des Ziels, dann treffen wir auf eine 2 plus. Ne? Also müssen wir eine 2 oder besser würfeln. Stärke einfach nur höher, nicht doppelt so hoch, sondern einfach nur höher als der Widerstand auf 3 plus. Stärke gleich Widerstand ist auf eine 4 plus.
Stärke niedriger als der Widerstand ist eine 5 plus und wenn die Stärke nur halb so groß oder noch weniger ist als die des Widerstandes, dann nur auf eine 6 plus. Ja, das ist doch mal relativ übersichtlich und einfach aufgeführt, nicht wahr? So, dann haben wir noch hier, wie geht's denn noch weiter? Ist das Wurfergebnis kleiner als das benötigte Ergebnis, schlägt die Attacke fehl und die Sequenz endet, ist klar. Eine gewürfelte 1 schlägt unabhängig wie oben quasi, unabhängig von etwaigen Modifikatoren immer fehl. Ist halt wie beim Trefferwurf. So, also wenn wir getroffen haben, müssen wir verwunden. Bei einer 1 haut es immer daneben. Wir müssen halt einmal hier beim Trefferwurf die ballistische Fertigkeit mindestens erreichen und hier müssen wir halt die Stärke der Waffe mit dem Widerstand des Ziels vergleichen und dann können wir anhand dieser Tabelle ermitteln, was wir würfeln müssen. Oh Mann, schwierig das mit dem Sprechen heute. Und dann, wenn wir das getan haben, geht es weiter mit Punkt 3. Wenn eine Attacke das Ziel erfolgreich verwundet, teilt der Spieler, der die Zieleinheit kontrolliert, die Verwundung einem beliebigen Modell der Einheit zu. Also Verwundungen werden zugeteilt, nicht wahr? Von dem Spieler, der die verwundete Zieleinheit kontrolliert. Und zwar auf ein beliebiges Modell der Einheit. Das ausgewählte Modell muss nicht in Reichweite oder Sichtlinie der attackierten Einheit sein. Das heißt, wie gesagt, 9 Entdeckung, einer guckt um eine Ecke. So, dann wird geschossen und der Gegner darf sich auch suchen, welches Modell auch was irgendwie hinter der Ecke war, dann stirbt. Tja. Oder die Verwundung halt kriegt. Wenn ein Modell in der Zieleinheit bereits Lebenspunkte verloren hat, muss der Schaden diesem Modell zugeteilt werden. Hatten wir eben schon gehört. Wer da irgendwie blutend durch die Gegend torkelt, hat verloren, weil da schießen sie dann alle drauf. Ja, ob das jetzt so logisch ist, das lassen wir mal dahingestellt. Nicht wahr? Ja, nicht wahr? Der Zieleinheit, der Spieler der Zieleinheit, der teilt das halt zu und die Einheit muss halt auch nicht in Sichtlinie sein oder ähnliches halt. Ne? Es muss halt immer nur ein Modell in Sichtlinie sein und in Reichweite und das reicht dann wohl schon. Ja. Viertens der Schutzwurf. Der Spieler, der die Zieleinheit kontrolliert, legt dann einen Rüstungswurf ab, indem er einen Würfel wirft und das Wurfergebnis mit dem Durchschlagswert der Waffe, die den Schaden verursacht, modifiziert. Wenn eine Waffe beispielsweise einen Durchschlag von minus 1 hat, dann wird vom Wurfergebnis des Rüstungswurfes 1 abgezogen. Ist logisch gemacht, war früher auch anders. Jetzt steht bei Durchschlag dann zum Beispiel halt wie hier minus 1 und dann wird das einfach abgezogen vom Rüstungswurf. Wenn das Ergebnis gleich hoch oder höher ist als der Rüstungswurfwert des Modells, dem die Verwundung zugeteilt wurde, wurde der Schaden verhindert und die Attackensequenz endet. Wenn das Ergebnis kleiner ist als der Rüstungswurfwert des Modells, dann schlägt der Rüstungswurf fehl und das Modell erleidet Schaden. Ein Wurfergebnis von 1 schlägt unabhängig von etwaigen Modifikatoren immer fehl. Also da hilft doch der beste Modifikator nichts. Wenn der Gegner jetzt dagegen würfelt, also wenn wir ihn dann getroffen und verwundet haben, hat er noch seinen Schutzwurf und dann wirft er halt auf den Rüstungswurf. Sagen wir mal, er hat eine 3 plus und wirft halt eine 3, dann ist das super. Dann wird er normal bestehen. Haben wir aber eine Waffe mit Durchschlag minus 1, dann muss er halt noch ein minus 1 abziehen. Das heißt, er würde eine 3 würfeln, bräuchte eine 3, muss aber einen wieder abziehen, hat eine 2 und kriegt eine Wunde. Dann kommen wir zum Schaden verursachen. Der verursachte Schaden entspricht dem Schadenswert der Waffe, die für die Attacke verwendet wurde. Ein Modell verliert einen Lebenspunkt für jeden erlittenen Schadenspunkt. Wenn die Lebenspunkte eines Modells auf 0 fallen, wird es vernichtet und aus dem Spiel entfernt. Wenn ein Modell mehrere Lebenspunkte durch eine einzelne Attacke verliert und vernichtet wird, verfällt jeglicher überschüssiger Schaden durch diese Attacke und hat keinen Effekt. Ja, nochmal zusammengefasst. Schaden gibt es in Höhe vom Schadenswert der Waffe. Für jeden erlittenen Schaden gibt es einen Lebenspunkt runter bei der Figur, also bei dem Modell. Und wenn die Lebenspunkte auf 0 fallen, wird das Modell vernichtet aus dem Spiel entfernt, ist klar. Und überschüssiger Schaden, also meinetwegen, wir verursachen 5 Schaden, das Modell hat aber nur noch 3 Lebenspunkte, die anderen 2 verfallen und haben keinen Effekt. Jawohl, das war das Gröbste. Dann haben wir aber noch die grünen Tafeln.
Und zwar haben wir erstmal zu den Rettungswürfen. Rettungswürfe. Manche Modelle besitzen übernatürliche Reflexe oder sind durch Kraftfelder geschützt, die ihnen einen Rettungswurf verleihen. Jedes Mal, wenn eine Verwundung einem Modell mit einem Rettungswurf zugeteilt wird, darfst du wählen, ob du den normalen Rüstungswurf des Modells oder seinen Rettungswurf verwenden willst. Aber nicht beide. Wichtig, also entweder oder, ne? War früher schon so, bleibt so. Wenn ein Modell mehrere Rettungswürfe besitzt, kann es nur einen davon nutzen. Wähle einen aus. Wenn du den Rettungswurf eines Modells benutzt, wird dieser nie durch den Durchschlagswert einer Waffe modifiziert. Das ist auch wichtig. Also bei Rüstungswurf Modifikation mit Durchschlag ist klar, aber bei Rettungswurf keine Modifikation durch den Durchschlag der Waffe. So, und dann kommt jetzt Gelände und Deckung. Aufpassen. Die Schlachtfelder der fernen Zukunft sind übersät von Gelände, Ruinen, Kratern und verkrüppelten Wäldchen. Modelle können in diesen Gelände Schutz suchen vor feindlich Feuer. Ja. Wenn sich eine Einheit ganz in oder auf einem Geländestück befindet, addierst du plus einen auf die Rüstungswürfe. Rettungswürfe sind nicht betroffen. Ihre Modelle gegen Fernkampfattacken. Dies stellt die Deckung dar, die die Einheit durch das Gelände bekommt. Einheiten profitieren in der Nahkampfphase nicht von Deckung. So. Also, wenn sich eine Einheit in der fernen Zukunft ganz in oder auf einem Geländestück befindet, addieren wir einen auf den Rüstungswurf. Punkt. So, das lasse ich jetzt erstmal sacken. Für alle, die schon länger Warhammer spielen, ansonsten für die, die neu dabei sind, ist das verständlich, ist einfach. Wir kommen zu den tödlichen Verwundungen, die eben auch schon ein, zwei Mal angesprochen worden sind. Aber da ich wusste, dass das später nochmal erklärt wird, habe ich da jetzt nichts groß zu gesagt. Manche Attacken verursachen tödliche Verwundungen. Diese sind so mächtig, dass nichts ihrem Zorn widerstehen kann. Jede tödliche Verwundung verursacht einen Punkt Schaden an der Zieleinheit. Lege weder Verwundungs- noch Rüstungs- oder Rettungswurf gegen eine tödliche Verwundung ab. Das ist schon mal düster. Teile sie so zu, wie du jede andere Verwundung zuteilen würdest und verursache Schaden an einem Modell in der Zieleinheit, wie oben beschrieben. So, das ist schon mal böse, also kein Rüstungs-, kein Rettungswurf. Im Gegensatz zu normalen Attacken geht überschüssiger Schaden aus Attacken, die tödliche Verwundung verursachen, nicht verloren. Teile so lange weiteren Modellen in der Zieleinheit Schaden zu, bis der ganze Schaden zugeteilt wurde oder die Zieleinheit vernichtet ist. Also, das gab es früher, ich glaube, das hieß Überspringen oder so ähnlich. Da wurde dann halt irgendwie nochmal auf die benachbarten Modelle irgendwie der Schaden weiter verteilt mit Waffen. Aber hier, bei tödlichen Verwundungen ist es wirklich so, wir rotzen 10 tödliche Verwundungen irgendwo in eine Einheit rein. Das erste Modell stirbt und bei normalen Schaden wäre es halt so, sagen wir mal, das hat irgendwie 4 Schaden gefressen, würden 6 verfallen. So gehen die 6 noch weiter, wenn dann noch weitere Modelle in der Einheit sind. Und ja, düster, düster. Die dürfen dann auch wieder keinen Rettungs- oder Rüstungswurf ablegen. Und ja, außer die Waldfee, nicht wahr? Tödliche Verwundungen sind tödlich, würde ich sagen. Also der Name ist Programm. Ja, und das ist dann auch schon das Segment der Fernkampfphase. Und ja, ich denke mal, Leute, die schon länger spielen, die werden jetzt irgendwie denken, oh Mann, also da fehlt irgendwie doch so ein bisschen was. Aber das ist das, was jetzt in der neuen Edition hier Fakt ist. Und ja, auch sehr reduziert. Subjektive Meinung gibt es, wie gesagt, am Ende. Und ja, auf alle Fälle ist es sehr leicht, da reinzukommen in das Spiel mittlerweile. Was ich gut finde, ist auf alle Fälle, ach nee, wollte ich am Ende machen. Die Tabelle finde ich trotzdem okay. So, das jetzt aber dazu. Ja, wie gesagt, das war Video 4 von der Tutorial-Reihe zu Warhammer 40k, die 8. Edition. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Schaut euch auch gerne, falls ihr die anderen noch nicht gesehen habt, erst die anderen an, weil die Reihenfolge ist, denke ich mal, logisch gewählt und aufeinander aufbauend. Ja, in diesem Sinne, lasst gerne einen Daumen da, lasst noch lieber ein Abo da. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus, macht's gut, ciao, ciao.